Jo, hallo Leute, in diesem neuen Video will ich euch die neuen Features bzw. die Neuheiten der 0.17 einmal vorstellen. Ja, ich habe vor, keine Ahnung wann, aber es war das vorletzte Video, die 0.17 vorgestellt, in Anführungszeichen. Eher war das ein kleines Fail, aber ein kleiner Fail, aber egal. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Also auf jeden Fall habe ich dort hab mir noch nichts rausgesucht an Informationen, was neu, was nicht. Und das Ganze habe ich jetzt. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, jetzt kommen alle, beziehungsweise die hauptsächlichen neuen Features der 0.17. Wir sehen uns dann einfach mal nach dem Intro. You can't take it back, no. So, ja, also natürlich das Ende ist sozusagen das Update-Motto und zusätzlich zu dem End gibt es natürlich auch die End-City, also die End-Stadt. Ich habe die Informationen nur so nebenbei gesagt von Planetcraft, glaube ich, oder Planet Minecraft, irgendwie so etwas war das. Davon habe ich die Informationen, das bedeutet, sie können falsch sein. Oder die können auch nicht vollständig sein. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt irgendetwas vergesse. Ich habe mich informiert, aber habe leider nicht die offizielle Seite irgendwie gefunden. Und na gut. Ich würde einfach mal sagen, wir beginnen. Also ja, die Enderstadt und dazu natürlich auch noch das Endschiff. Und ja, Enderperlen, Enderaugen, Enderchest. Der Ender Dragon, der Dragon Head, wobei ich sagen muss, ich finde ihn mega geil. Ich werde mir auf jeden Fall in mein Haus packen, wenn ich irgendwann mal einen Ender Dragon töten werde. Wird zwar wahrscheinlich nicht groß der Fall sein, aber na gut. Mal sehen. Dann natürlich einen neuen Mob und zwar der Schalker. Und ja, wer das nicht kennt, den gibt es glaube ich schon seit der 1.9 oder so. Auf jeden Fall. Da wurde nämlich das Ende, glaube ich, geupdatet und mit der Innerstadt und so. Und ja, dieser Schalker schießt Raketen, nenne ich es mal. Und diese verfolgen einen, wenn man nicht schnell genug ist. Und dann schießt, also wenn man getroffen wird, dann fliegt man nach oben. Man bekommt den Effekt Schwerelosigkeit, glaube ich. Und wenn da jetzt so 3, 4 Schalker-Raketen auf einen treffen, fliegt man halt sehr, sehr weit nach oben. Und wer Minecraft kennt, der wird wissen, dass irgendwann ein Effekt aufhört und somit man wieder nach unten fällt. Und wenn man eine gewisse Höhe erreicht und zum Beispiel keine Federfallschuhe hat, dann stirbt man. Und genau, das ist der Sinn dieser Mobs. Dann die Chorus Fruit, was genau das sein soll, weiß ich selber nicht, aber ihr seht es jetzt hier irgendwie so mal gezeigt. Dann die Puppet Chorus Fruit und ja, dann noch ein paar neue Steine und zwar den Endstone Brick, also gemeißelt glaube ich, und den Purpur Block, den Purpur Pilar, den Purpur Slab. Und die Purpur Stairs und das gibt es auch nochmal im End, also End Stairs und End Slab. Und genau, so viel dazu. Dann noch das Drachenei, den Portal, das Portal, dass man da jetzt auch reinspringen kann. Und genau. Dann die Elytra, ja, die habe ich gerade eben sogar noch getestet. Tatsächlich verstehe ich immer noch nicht, wie sie funktioniert. Falls ihr das wisst, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann die, dann die Enderkristalle, dann die Höhe, die wird nach oben, also die Bauhöhe wurde um einiges erhöht und zwar auf 256 Blöcke. Dann Iglos, Polarbären und ja, genau. Die Strongholds, die früher gab es nur immer 3 und das wurde jetzt geändert. Jetzt werden die immer neu gespawnt. Also man hat eine bestimmte Chance an Prozent wahrscheinlich, dass eine in einem neuen Chunk was geladen wird, ein Stronghold gespawnt wird, genau.
Und jetzt war es das. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele Bugs, die beheben wurden. Da kann ich euch mal was einblenden, und zwar mit der Beta-Build. Und zwar mit der Beta-Build 2. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Tatsächlich wurde auch der Bug, den ich im letzten Video vorgestellt habe, behoben. Das bedeutet, es gibt jetzt wieder normale Sounds und genau. Ich habe übrigens einen Shader dabei, also nicht wundern, und den werde ich auch natürlich irgendwann mal vorstellen, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, ich würde dann sagen, das war's wirklich. Ich habe bestimmt noch irgendetwas übersehen und vergessen. Ja, aber na gut. Natürlich auch noch ganz viele Tweaks und dann war es das so vom Video. Es wurde sogar gewünscht, sage ich mal. Also ich hatte es auch vor, aber es wurde gewünscht von einem Typen, den ich den Namen jetzt vergessen habe. Aber auf jeden Fall wurde es halt gewünscht, dass ich lieber so ein Video machen sollte, wo ich die ganzen Sachen vorstellen sollte. Und genau, das habe ich jetzt gemacht. Deswegen würde ich einfach mal, ach ja, falls ich mich irgendwie demotiviert anhöre. Tatsächlich ist das nicht so, nur ich weiß nicht, wie ich es anders vortragen soll. Also ich meine, ich arbeite Punkte ab und dann ist halt fertig. So ist das Video. Also nicht wundern, tatsächlich bin ich eigentlich recht fröhlich drauf, da die Sonne scheint und deswegen ich auf jeden Fall fröhlich bin. Genau, ich mag es immer, wenn die Sonne scheint. Aber das hat jetzt ehrlich gesagt gar nichts mehr mit dem Video zu tun. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und falls ihr irgendetwas vergessen habt, falls ich irgendetwas vergessen habe, meine ich natürlich, dann schreibt das gerne doch in die Kommentare. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.